Die Allianz präsentiert euch das bis dato längste Top 10 Video mit den Highlights aus Woche 9. Auf der 10 Nemaya Mote mit neuer Frisur, aber vor allem mit neuer Technik. Die Schulter hilft mit bei den Berlinern zum 8:8 Ausgleich. Die Dürener Jungs unter der Woche international leider an Galatasaray Istanbul im CEV Cup gescheitert und dann national am Wochenende gleich zweimal an Lukas Mase. Viele vertauschte Rollen Ende des dritten Satzes bei Berlin, jetzt aufgepasst. Erst darf Krankin die Katze spielen, dann ist es Jeffrey Jendrick mit einem ersten guten Sicherungskontakt, Schottola als Zuspieler, Jendrick mit einem zweiten überragenden Kontakt und am Ende ist Timothée Karl der noch auf seiner angestammten Position spielt und den dritten Satz nach Berlin holt. Wir bleiben in Haching, wo eigentlich jeder das nächste Highlight-Play der Berliner erwartete. Die Dankeball-Situation für Krankin, der Schottola freispielt. Die Bayern halten das Bällchen allerdings im Spiel und jetzt anschnallen und Bühne frei für die One-Man-Wall, Simeon Topuzliev. Apropos One-Man-Wall, Friedrichshafen hat mit Markus Böhme auch einen ganz soliden Blockspieler. Bayerisches Doppelwochenende für die Berliner. Ruben Schott durfte sich am Freitag gegen Haching noch eine Pause gönnen und zimmerte den hier am Sonntag auf handgestoppte 3,16 Meter. Die Grizzlies konnten sich am Wochenende anderweitig beschäftigen. Schon am vergangenen Dienstag gab es den 3:0-Erfolg gegen die Netzhoppers. Erst der Abschuss gegen Colito und dann pflückt sich Stijn van Tilburg den runter. In Lüneburg wird nach diesem Wochenende mit Sicherheit der ein oder andere Arschbohrer in Richtung Regie verteilt, die sich während diesem Ballwechsel einfach mal dachte, eine Wiederholung zu zünden. Kuss geht raus an Chris, der uns sein Material zur Verfügung gestellt hat und somit bekommen wir nochmal ohne Unterbrechung die 7 Blockkontakte der SVG zu sehen. Wir bleiben in Lüneburg, diesmal allerdings wieder mit altbekannter Kamera und einem wilden Ballwechsel. Erst packt Yannick Pörner die Fußballskills aus, hält den Ball hier mit der Hacke im Spiel und dann dürfen beide Lüneburger Außen einmal ihr Können zeigen. Jordan Ewert mit dem bisschen besseren Abschluss als Arthur Natsch. Tyler Kozlowski, jetzt sind glaube ich gleich alle wach, Jordan Ewert! Und auf der 1 abschließend der letzte Ballwechsel aus einem wilden Spiel in Haching, wo irgendwie niemand so richtig den letzten Punkt machen will. Topuzliev? Nope. Vielleicht Marek Schottola? Nope. Dann aber Jeffrey Jendrick? Nope. Jendrick zum zweiten? Nope. Philipp Schumann? Nope. Okay, dann halt Timothée Karl. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Kuss geht nochmal raus an die Allianz und ihr dürft euch jetzt in der Endcard austoben.